In Brasilien sind die meisten Einwohner Katholiken. Seit der Ankunft der portugiesischen und spanischen Missionare vor 500 Jahren hat sich der katholische Glaube tief in der Kultur des Landes verwurzelt, obwohl andere religiöse Traditionen in das Land kamen. Heute sind 155,6 Millionen der Brasilianer Katholiken, das entspricht 84,5% der Gesamtbevölkerung. Aus administrativen Erwägungen wurden von der brasilianischen Bischofskonferenz Regionen eingerichtet. Zur Region Nordost 2 gehören 20 Diözesen in den Bundesstaaten Alagoas, Pernambuco, Paraíba und Rio Grande do Norte. Dort leben 37 Millionen Menschen. Die Region hat das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen und die höchste Armutsrate des Landes. Der Nordosten Brasiliens leidet am meisten unter der Armut des Landes. Diese Region leidet nicht nur unter langer Dürre und folglich unter Hunger, sondern auch unter sozialer Ungerechtigkeit, die bereits auf die Kolonialzeit zurückgeht. Diese Ungerechtigkeit zeigt sich in Korruption und ungerechter Landverteilung, durch Vetternwirtschaft, aber auch durch die sklavenähnlichen Bedingungen in den Zuckerrohrplantagen des Regenwaldes. Den Menschen fehlt jeder Zugang zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung und Arbeit. Auch hier leidet die katholische Kirche unter dem Mangel an Priestern, Schwestern und Laien, die den armen Menschen im Nordosten helfen. Die Bischöfe dieser Region haben daher die Tradition der Santas Missiones Populares, der Heiligen Volksmission, wieder aufleben lassen. Sie geht auf Pater Luis Mosconi zurück, der seit 1990 eine moderne Art der Evangelisierung entwickelt hat, um den Glauben in der Diözese Pará langfristig lebendig und aktiv zu gestalten. Zu diesen Missionen gehören Einkehrtage, liturgische Feiern und große Gebetstreffen. Wir können nicht länger eine Kirche sein, die den Menschen nur empfängt. Wir müssen eine Kirche sein, die auf der Suche nach den Menschen ist. Wir müssen Christi Auftrag erfüllen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen das Evangelium. Wir waren selbstzufrieden, weil die Mehrheit zu unseren Feiern kamen. Zu Ostern, zu den Heiligenfesten, zu Weihnachten. Ganze Städte waren gläubig und diese Frömmigkeit bleibt. Aber sie hat sich verändert. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir neue Initiativen ergreifen. Das soziale und religiöse Leben in Campina Grande ist sehr stark durch evangelische Kirchen geprägt. Die Mittelklasse wählt diese Kirche, weil es modisch erscheint. Wir haben den Eindruck, dass die katholische Kirche an Boden verliert. Diese Tatsache kann man auch in anderen Teilen Brasiliens beobachten. Wir haben das Problem, dass wir mit wenigen Priestern große Gebiete betreuen müssen, denn das missionarische Engagement ist nicht bei jedem vorhanden. Jetzt, nach der 5. lateinamerikanischen Bischofskonferenz, wollen wir den Getauften bewusst machen, dass sie zu Jüngern und Missionaren berufen sind. Die Projekte im Rahmen der Volksmission sind keine Einzelveranstaltungen, sondern vielmehr ein umfassendes und intensives Evangelisierungsprogramm, das auf die pastoralen Bedürfnisse der Menschen eingeht. Die Menschen selbst sind Veranstalter und Teilnehmer an diesem Projekt. Die Volksmission soll alle einschließen, insbesondere junge Erwachsene, Kinder, alte und kranke Menschen. Diese Pfarrei unternimmt eine Mission. Junge und alte Gemeindemitglieder,
Alle verkünden die Erlösung der Menschheit durch den Namen Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde. Die Missionare schließen sich häufig mit anderen Pfarreien zusammen. Deshalb wurde der Missionsbus ein Symbol der Volksmission. Ein katholischer Missionar bemüht sich, die Situation der Leute zu verstehen und daran Anteil zu nehmen. Sobald es eine Beziehung auf menschlicher Ebene gibt, können sie das Evangelium verkünden. Das gibt dem Leben und seinen Nöten Sinn. Viele wundern sich, wenn junge Katholiken auf den Straßen das Evangelium predigen. Ihre Evangelisation offenbart eine aktive Kirche, die die Menschen aufruft, den eigenen Glauben ernster zu nehmen. Dürfen wir mit Ihnen sprechen? Ja, kommt herein. Friede diesem Haus. Wir gehen von Tür zu Tür und laden jede Familie ein, zu den Veranstaltungen in der Kirche zu kommen. Wir feiern heute mit der Missionsgruppe eine heilige Messe. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne. Vielen Dank für euren Besuch. Ich kenne die Sand des Missiones. Ich werde kommen. Ich war evangelisch, aber mit 16 Jahren bin ich aus ganzem Herzen katholisch geworden. Das war während einer Missionswoche hier in Santa Cruz. Ich besuchte meine Tante. Sie gehörte zu den Missionaren. Damit fing es an, dass ich katholisch werden wollte. Ich wollte katholisch werden und Missionarin. So fing alles an. Nachdem die Missionare bei uns waren, hatte mich das Wort Gottes so richtig berührt. Heute bin ich eine Missionarin, eine echte Missionarin. Vorher habe ich meinen Glauben nicht praktiziert. Ich habe nicht gedacht, dass sich motivierte Leute in kirchlichen Gruppen engagieren. Wir sind Missionare der Volksmission. Ich bin der Koordinator für die Region hier. Die Region besteht aus 6 Pfarreien. Wir predigen so, dass die Menschen das Wort Gottes verstehen und es dann mit ihren Familien in São Bento umsetzen. Im Sinne der Santas Missiones haben wir es geschafft, die Gläubigen zu motivieren, sich selbst als Missionare zu fühlen. Anstatt ausländische Spezialisten zu holen, um unseren Glauben aus der Krise heraus wieder auf die Beine zu bringen. Wir ermutigen die Menschen, über ihren Glauben nachzudenken und wie sie ihn heute in die Praxis umsetzen können. Wir wünschen uns, dass sie ihr Leben als Katholiken ändern, nicht nur auf religiöse oder liturgische Ebene, sondern auch ihre Rolle als Katholikin in der Gesellschaft, ihr persönliches Denken sowie als Kirche. Die Missionen ermutigen die Gemeinden, über die Bibel nachzudenken. Und sie ermutigen uns als Gläubige, als Katholiken, als Nachfolger Jesu zu teilen und zum Wohl der Gesellschaft beizutragen. Durch diese Volksmission hat es begonnen, dass in vielen Gemeinden eine gute Nachbarschaft entstand. Jetzt setzen sie sich gemeinsam
für die Bedürfnisse der Gemeinde ein. Ein Team hat die Vertreter der Mission ein Jahr lang begleitet und ausgebildet. Diese Mühe hat zum Gelingen der Missionswoche beigetragen, die heute zu Ende geht. Es war sehr bereichernd. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Team uns Priester und die Schwestern mit Rat und Tat begleitet hat. Anfangs fragten wir uns, wie das gehen soll, bei den Menschen zu Hause zu predigen. Wie soll das gehen? Jetzt haben wir keine Angst mehr. Wir wissen, dass wir Missionare des Evangeliums sind. Und unsere Gemeinde hat neuen Mut und eine neue Perspektive bekommen. Unser Traum ist es, dass unsere Kirche fähig wird, die Gläubigen zu ermutigen, sich mit ganzer Kraft für das Leben und den Auftrag der Kirche einzusetzen. Wir sollten es uns wünschen, dass jeder seine Aufgabe erfüllt, dass der Bischof seine Mission als Bischof erfüllt, das Volk Gottes zu begleiten und ihm zu dienen. Priester, Schwestern, Ordensleute und die Laien sollten das Gleiche tun. Wir wollen eine Kirche der Gemeinschaft sein, fähig, die gute Nachricht mehr durch unser Leben als mit Worten zu verkünden. Ich denke, wir können diesen Traum von Kirche verwirklichen, wenn wir als Katholiken immer Präsenz zeigen, kleine Gemeinden bilden und sie betreuen. So kann jede Pfarrei ein Netzwerk von Gemeinden sein und die Diözese ein Netzwerk von Pfarreien. Auf diese Weise können wir die Menschen motivieren, nach dem Evangelium zu leben. Não se alegrem porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes fiquem alegres. Der Erfolg der Volksmission hängt von der Beteiligung jedes einzelnen Gläubigen ab. Dazu wurde die Pfarrei in Gebiete aufgeteilt. Jedes Gebiet stellt ein Koordinationsteam, das in den Ausschüssen auf Pfarrei, Diözesan und Interdiözesanebene vertreten ist. Ziel dieser Gruppen ist es, den Ablauf und die Inhalte der Missionen zu organisieren und zu gestalten. Ich bin froh, dass ich für die Mission arbeiten kann, ermutigt und hoffnungsvoll, denn wir bringen den Menschen das Wort Gottes. Dadurch, dass wir den Menschen ein Zeugnis von der Liebe geben, können sie zu sich selbst finden. Das ist der erste Schritt ihrer Berufung und ihres Glaubensweges. Und das lässt sie den Wert des Menschen entdecken. Ich sage immer wieder, wenn unser Glaube den Leuten nicht hilft, dass sie sich als Mensch entdecken, ist er sinnlos. Die wichtigste Erfahrung unseres Glaubens ist, dass wir als Mensch eine Würde besitzen, die von den anderen geachtet wird. Die Organisatoren der Volksmission bestimmen zunächst einige Missionare und bilden sie mindestens 20 Monate aus. Zu der Ausbildung gehören 3 Exerzitien, die auf Bistumsebene und in den Pfarreien stattfinden. Andere Kurse dienen der Förderung von kulturellen und religiösen Werten in den einzelnen Gemeinden. Die Gläubigen werden dadurch ermutigt, sich für Kirche und Gesellschaft zu engagieren. Auf diözesaner Ebene bieten wir 3 Exerzitien mit Luis Mosconi an. An diesen Exerzitien nehmen ungefähr 1800 Missionare teil. Die Missionare kommen aus der ganzen Diözese, 40 aus jeder Pfarrei. Sie verbringen 3 Tage mit Gebet, Lehre und Besinnung.
Dann gehen sie in ihrer Mission als Multiplikatoren für Einkehrtage in ihre Pfarreien zurück. Die Pfarrei Santa Cruz in der Erzdiözese Natal hat als erste Pfarrei die Volksmission aufgegriffen. Seit 2003 herrscht in den Aktivitäten der Pfarrei ein neuer missionarischer Geist. Während die Stadt ruht, pilgern die Missionare durch die Straßen. Ihre Prozession endet mit einer schlichten, aber bewegenden Eucharistiefeier unter freiem Himmel. Einige Einwohner kommen näher, sie sind angezogen von der Gegenwart Jesu und von dem Zeugnis der Pilger. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Die Eucharistie, Quelle und Höhepunkt katholischen Lebens, ist auch der Mittelpunkt der Volksmission. In diesem Bewusstsein wird die Eucharistie in einer Prozession zu Menschen nach Hause gebracht. Die Laien müssen ein Teil der Kirche sein. Sie müssen ein Teil der Kirche bleiben. Deshalb brauchen wir neue pastorale Aktivitäten. Die Kirche braucht neue Arbeitsfelder. Unser Ziel ist es, dass die Pfarrei lebendig bleibt, dass sie aktiv und missionarisch ist. Unsere Botschaft ist, dass die Mission nie abgeschlossen ist, auch wenn diese Missionswochen zu Ende gehen. Die Mission sollte immer weitergehen, die Kirche sollte immer missionarisch sein. Mit Begeisterung und einem missionarischen Eifer predigt Pater Ayrton und begegnet den Menschen auf der Straße. Zugleich gestaltet er während der großen Missionswoche ein Live-Programm in Radio. Die Volksmission war für das ganze Volk Gottes eine segensreiche Zeit. Wir erleben, dass viele Menschen zur Kirche zurückgekehrt sind, die ja so lange fernstanden, und wie viele Menschen in der Kirche mit neuer Begeisterung weitermachen. Wir erleben auch eine Kirche, die in die Welt hinausgeht. Im Geist der Barmherzigkeit wendet sie sich den Bedürftigen zu. Die Volksmission ist der Moment, zu jedem barmherzig zu sein, besonders zu denjenigen, die in Not sind. Große und kleine Gemeinden nehmen nach dieser Ermutigung wieder an den Sonntagsgottesdiensten teil. Durch die Volksmission sind die Kirchen voller Menschen, die früher nicht am Gemeindeleben teilgenommen haben. Das ist das schönste Ergebnis der Volksmissionen, weil wir jetzt auf ganz andere Menschen vertrauen können. Menschen, die durch die Mission neu gestärkt worden sind. Wir sind Missionare der katholischen Kirche. Dürfen wir reinkommen? Ja. Wir feiern eine Missionswoche. Wir möchten euch einladen, am Gemeindeleben mitzumachen, denn Jesus ist überglücklich,
wenn Menschen am Leben der Kirche teilnehmen. Gehen wir zusammen in seinen Weinberg, in seine Kirche und beten wir zusammen. Beten wir ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du, Maria, für die Anliegen eurer Familie und eurer Freunde, damit Gott euch seinen Segen schenkt und dass Maria, unsere Mutter, immer bei euch ist. Die Missionswoche hat ein weiteres Merkmal: große Gottesdienste voller Freude. Die Gnaden der Volksmission sind an der festlichen Atmosphäre und in den Gesichtern der vielen Gläubigen sichtbar. Mehr als 10.000 Menschen nahmen an der Abschlussmesse in Santa Cruz teil. Für solche Veranstaltungen muss an vieles gedacht werden. Von der Altardekoration über die Lautsprecheranlage bis hin zur Verpflegung. Es sind in erster Linie die Gläubigen selbst, die dazu beitragen. Sie freuen sich, dass sie etwas beitragen können, denn sie durften durch die Volksmission eine innere Bekehrung erfahren. Jetzt sind wir in der Phase nach der Mission. Es entstehen viele pastorale Aktivitäten und Gruppen, die jene aufnehmen, die sich zu einer solchen missionarischen Arbeit hingezogen fühlen. Unsere Pfarrei ist froh und dankbar. Sie möchte sich weiter für die Volksmission engagieren. Die Volksmission zeigt Früchte. Viele kommen wieder in die Kirche und immer mehr kommen zum ersten Mal. Sie können dort an Bibelkreisen teilnehmen und so ihr Glaubenswissen und ihre Spiritualität vertiefen. Ich freue mich sehr, eure Bibelgruppe hier in der Gemeinde unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe zu treffen, die zur Pfarrei St. Antonius gehört. Ich bin froh zu hören, dass diese Gruppe aus der Volksmission hervorgegangen ist. Wie in der jungen Kirche sind auch heute die kleinen Gemeinden Samen der Kirche. Zu unserer Arbeit gehört die Katechese bei den Armen. Die Menschen nehmen seit der Volksmission stärker am Gemeindeleben teil, weil wir sie häufig besuchen und mit ihnen sprechen. Menschen aus den Gemeinden haben sich dazu bereit erklärt, in ihren Familien und in anderen Gemeinden zu evangelisieren. Wenn man wirklich Missionar sein will, muss man auf die Ärmsten zugehen. Man muss die Liebe erfahren haben und sie anderen und ihren Familien bringen. Sie müssen die Botschaft des Evangeliums erfahren. So wie Jesus seine Jünger ausgesandt hat, sollen sich die Menschen von Gott wie durch einen höheren Ruf gesandt fühlen, sein Wort denen weiterzugeben, die ihn nicht kennen. Die Volksmission hat sich als wirkungsvolles Mittel erwiesen, das kirchliche Leben in der Diözese zu beleben. Es werden Katechesen für kleine Gruppen angeboten und Einkehrtage für große Gruppen organisiert. Außerdem werden große Gottesdienste gestaltet, Missionsreisen vorbereitet und Werbematerial produziert. Ich sehe einen großen Erfolg der Mission in der Kreativität der Menschen. Es gibt Missionen an vielen Orten und die Menschen nehmen daran teil. Da aber unsere Leute arm sind, benötigen sie sogar das Geld, um die Busfahrkarte zu bezahlen. Die Leute müssen sich also etwas einfallen lassen. Da war zum Beispiel einmal eine Wallfahrt. Sie haben eine Art Kerzenhalter entworfen, damit man sich nicht mehr an den Kerzen verbrennt. Sie haben Plastikflaschen gesammelt, zurechtgeschnitten und für 50 Cent oder 1 Real verkauft, um damit das Geld für die Reise zu der Mission zu bekommen. Die Diözesen, in denen die Volksmission schon stattgefunden hat, beispielsweise Kaiko, Mossoro und andere Provinzen und Bundesstaaten, halfen anderen Diözesen, die Versorgung für die Volksmission sicherzustellen.
So etwas ist wirklich gut. Papst Benedikt XVI. Hat vor kurzem die missionarischen Bemühungen der brasilianischen Katholiken gewürdigt und gesagt, sie seien eine Hoffnung für die Kirche von morgen. Ich bin davon überzeugt, dass eine Volksmission, wie sie in Brasilien durchgeführt wird, ein Vorbild für die ganze Kirche in Lateinamerika ist. Daher hat unser Werk die Planung und Durchführung dieser Volksmissionen immer gefördert. Zum Beispiel haben wir bei der Anschaffung eines Fahrzeuges für den Koordinator der Volksmission in der Region Nordost 2 geholfen. Außerdem haben wir unseren kleinen Katechismus Ich glaube und unsere Kinderbibel Gott spricht zu seinen Kindern zur Verfügung gestellt. Die Kirche in Lateinamerika kann sich nicht mehr alleine auf ihre lange Geschichte und Tradition verlassen. Ein Katholik zu sein bedeutet weit mehr als nur getauft zu sein. Katholische Gläubige sind dazu gerufen, Jünger und Missionare zu sein. Daher ist eine der Prioritäten die umfassende Ausbildung der Laien für die Volksmissionen. Die Menschen erkennen, dass sie selbst evangelisieren können. Wer getauft ist, ist Missionar. Die Menschen begreifen, dass sie bei der Taufe mit Griesam zu Propheten gesalbt wurden, um, wie Jesaja sagt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Wir sind überzeugt, dass unser Volk wieder selbstbewusst seinen Glauben leben kann, wenn dieser Glaube einen direkten Bezug zum Evangelium hat. Dann können alle an einer lebendigen Liturgie teilhaben. Sie können auf die Realität mit den Augen des Glaubens blicken und diese Realität nach dem Willen Christi verändern. Die katholische Kirche Lateinamerikas führt neue pastorale Projekte ein, um auf die kulturellen Veränderungen und die vielen sozialen Probleme zu reagieren. Im Nordosten Brasiliens hat die Volksmission sich für viele Katholiken als eine Chance erwiesen, den Sinn ihrer Taufe neu zu entdecken. Sie hat sie dazu ermutigt, Jünger und Missionare Jesu Christi zu werden, damit die Menschen in ihm das Leben haben. É festa de Deus, é festa do povo, santa missão popular, veio aí com jeito novo. É festa da paz, nós vamos celebrar, 10 anos de caminhada, santa missão popular. Sou um missionário ungido, tenho que prestar serviço, olha a cruz no meu pescoço, é sinal de compromisso, põe um chinelo nos pés. E a Bíblia na sacola, dou um abraço na família, tem outra missão agora. É festa de Deus.